Misano, Italien, Rennstrecke Santa Monica, März 1985. Mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks zieht ein silbergrauer Formel-1-Rennwagen seine Bahn. Es ist der Formel-1-Sachspeed aus Niederzissen in der Eifel. Im Cockpit Dr. Jonathan Palmer, studierter Medizinmann, 28 Jahre alt. 1983 Europameister in der Formel 2. Im vergangenen Jahr Debütant in der Formel 1 beim englischen Rennstall Rem. Seine Meinung über die Eifler Eigenkonstruktion. Für uns waren diese Testtage sehr interessant. Das neue Team hat noch eine Menge zu lernen. Immerhin, heute fuhren wir Bestzeit und verfehlten den Ferrari-Rekord nur knapp. Wir fanden wesentliche Dinge heraus über das Turbosystem und den Motor. Wenn wir an dem Triebwerk in Zukunft noch ein paar Sachen ändern, wird dieses noch wesentlich besser. Und was sagen Sie zu der Kombination Wagen, Motor und Team? Im Großen und Ganzen bin ich darüber sehr glücklich. Der Motor hat wirklich sehr viel Kraft und wir müssen in einigen Dingen die Kraft noch besser unter Kontrolle bekommen. Das ausgezeichnete Chassis hat gute Bodenhaftung. Die Aerodynamik ist vorzüglich. Das Team hat wirklich sehr schwer gearbeitet. And the team are working very, very hard. History, 21. April dieses Jahres, es regnet. Die Premiere von der Formel 1 vom 23. Inzwischen ist das Team wieder zu Hause. Im heimischen Niederzissen analysiert man in Ruhe die Unfallfolgen. Hier die Relikte der verunglückten Premiere. Die demolierte Felge des rechten Vorderrades und die verbogenen Querlenker der Radaufhängung. Chefmechaniker Peter Grumbein schildert die Eindrücke von Estoril. Auf dem 9. Platz im Warm-up und auch aufgrund dessen, dass es anfing zu regnen fürs Rennen, haben wir uns natürlich die größten Hoffnungen gemacht, auch im Rennen dann einen guten Platz zu erreichen. Nachdem der Jonathan dann in der ersten Runde in die Box kam, haben wir sofort das Rad gewechselt und eine weitere Runde später kam er natürlich erneut rein, weil die vordere Aufhängung verbogen war. Dieser Schaden war für uns auf die Schnelle nicht zu reparieren. Die Stimmung war sehr gedrückt und wir waren alle sehr, sehr enttäuscht. Das Hauptaugenmerk gilt zur Zeit der Überholung der Triebwerke. Vier der 200.000 D-Mark teuren 1,5 Liter Vierzylindermotoren werden für das Rennen in Imola präpariert. Dort wurde in diesem Jahr schon trainiert. Ist deshalb Imola ein Heimspiel für Sachspeed? Das ist kein Heimspiel. Wir waren zum Vortest da. Wir wissen vielleicht die Übersetzung und wir wissen, wie die anderen da sind. Aber für uns, da müssen wir völlig wieder neu beginnen, da wir mit neuen Goodyear-Reifen fahren und so weiter und auch von der motorischen Seite etwas weiter sind. Aber wir wissen die Abstimmung und so, dass es doch eine Verbesserung sein wird gegenüber Estoril. Und wir sind ja nun da, um zu lernen. Und deshalb fahren wir auch die europäische Saison. Für uns ist jedes Mal ein Grand Prix mit einem Lernprozess und wir lernen viel und werden das immer weiter umsetzen und hoffen, von Rennen zu Rennen immer etwas weiter nach vorne zu kommen. Nun hat sich ja kurzfristig die Sponsor- und die Reifenfrage für Sie gelöst. Wie sieht denn jetzt das Engagement aus, das Ihr Sponsor mit Ihnen eingegangen ist? Wie sieht die Unterstützung aus und auf welche Art und Weise profitieren Sie von ihm? Das ist für beide Seiten. Erstmal haben die gesehen, dass es ein rein deutsches Auto ist und ich bin eigentlich froh, auch ein rein deutsches Unternehmen, das ist der größte Zigarettenhersteller Remsma, die so viel Vertrauen hatte und gemeinsam zu einer Lösung kamen. Wir sagten, wir fahren die Europasaison und wir werden ab Mitte des Jahres sehen, um für die nächsten Jahre einen Vertrag zu machen, denn die möchten weltweit gehen, wie ich auch. Und das ist eigentlich eine gute Kombination. Die sind neu im Formel-1-Geschäft. Wir sind neu, wir beginnen irgendwie mit Null und gemeinsam lernen wir und wir werden das alles umsetzen. Also ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, dass man mit einem guten, großen und
seriösen Partner zusammenarbeiten kann. Kann man die Summe beziffern, die Ihnen pro Jahr zur Verfügung gestellt wird? Das kann man nicht, denn der Sponsor tut einiges, das Umfeld und so weiter, Kleidung und Hospitality und dies und jenes. Und das ist auch ein bisschen leistungsbezogen, wie oft wir uns qualifizieren. Man kann davon ausgehen, dass diese, wie ich sagte, die europäische Saison gut kalkuliert ist und dass wir beide zufrieden sind und dass das Programm nicht gefährdet ist. Bis auf den letzten Augenblick war ja offen die Reifenfrage. Auch die hat sich gelöst. Wie sieht es denn bei den Reifen aus? Ja, bei den Reifen ist es so, ich bin ja langer Partner von Goodyear. Man muss dazu sagen, dass es wir nicht die Weltmeisterschaft fahren, dass es eine rein europäische ist und auch nur mit einem Auto. Und dass es von Europa aus befürwortet ist. Und diese paar Satzreifen, die wir haben, die bekommen wir von Goodyear, die ich dann auch dementsprechend bezahlen muss. Und es ist eine Lösung da. So dass einmal von Goodyear aus, dass es mehr ein Testjahr für die auch gesehen wird. Und für uns ist es große Hilfe, dass wir doch Reifen haben und auch ganz gute. Werden Sie genauso gut versorgt wie die Top-Teams von dieser Firma? Ja gut, das sind die gleichen Reifen und wir müssen herausfinden für uns, welche Mischungen wir zu unserem Auto passt. Das ist auch, was wir lernen müssen. Wir bekommen auch die Quali-Reifen sozusagen. Zwei Satz pro Sitzung, das heißt, man muss sehen, ob das Auto dann stimmt, man kann mit denen nur eine Runde fahren. Das ist auch für uns ein neuer Lernprozess, sodass wir eigentlich sehr zufrieden sind und wie gesagt, für uns auch eine Motivation, dass wir da in dieser Reifensache auch lernen müssen. Neues Spiel, neues Glück. Schon am Dienstag startet das Team nach Imola, wo am 5. Mai der große Preis von San Marino ausgetragen wird. Bleibt zu hoffen, dass der einzige deutsche Rennstall in der Formel 1 dort erfolgreicher abschneiden wird als bei seiner Premiere in Portugal.